Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk of the Week. Heute mit einem besonderen Gast, den ich schon lange kenne. Wir kennen uns aus der Schulzeit, auch aus dem Fußballbereich, wie eigentlich fast jeden. Und wir wollen heute mal ein bisschen seinen Hintergrund aufleuchten, was er gerade macht, was er erreicht hat. Wie ihr selber wisst, Talk of the Week geht darum, besondere Menschen zu finden, die selber etwas gegründet haben, die selber Ideen hatten, etwas umzusetzen, und diese wollen wir dann einfach hier auch präsentieren, damit ihr Zuschauer auch Inspiration bekommt, wie man so etwas machen kann. Okay, Tino, herzlich willkommen zum Talk. Erzähl uns doch einfach mal erstmal was über deine Person. Was gibt's alles zu erzählen? Also, ja, ich bin 28 und wohne eigentlich zurzeit in Hamburg, aber ich ziehe jetzt am 31.12. wieder zurück nach Amerika. Was mache ich? Ja, ich spiele gerne Fußball, gehe zum Fitness, bin gerade in so zwei Unternehmen involviert. Also ein Unternehmen, was ich vor 4 Jahren gegründet habe, und eins, was ich vor 1,5 Jahren gemacht habe. Und ja, und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Herausforderungen, bilde mich viel fort, lese viel Bücher und so. Ja. Wie kommst du auf Amerika? Ich habe meine zukünftige Frau, möchte ich gerne sagen, habe ich da kennengelernt. Cool. In Miami. Also sie wurde mir vorgestellt. Vorgestellt und dann? Ja, die Geschichte ist auch verrückt. Ne? Ich habe da so eine Bekannte gehabt, die sich bei uns damals angemeldet, bei Jano. Das war mein allererstes Unternehmen. Und die ist nach Miami gegangen, hat dann meine jetzige Freundin dort kennengelernt und hat mich dann vorgestellt. Und das hier bin ich unbedingt Tino kennengelernt. Dann haben wir uns per WhatsApp ausgetauscht und so. Und dann, ja, bin ich rübergeflogen, habe sie kennengelernt. Und dann haben wir 9 Monate in Philadelphia gewohnt. Und jetzt haben wir ungefähr 6 Monate in Deutschland gewohnt und gesagt, okay, das ist nicht so toll hier. Jetzt wieder nach Amerika. Ja, ich finde es auch immer spannend, wie solche Beziehungen zustande kommen. Meistens passieren solche Beziehungen immer, wenn man nicht plant, dass man sowas machen will. Und das ist cool, ja. Nicht schön. Erzähl uns doch mal, was du jetzt gerade. Also was arbeitest du? Was hast du bisher jetzt, sag ich mal, aktuell gegründet? Was machst du? Also jetzt gerade aktuell bin ich Geschäftsführer von 2 Firmen. Bei der einen gibt es nicht richtig was zu führen, weil wir keine Mitarbeiter haben, aber bei der Firma Jano, das war das weltweit erste Vespa Sharing, da ist es gerade so, dass wir die Software, die wir haben, vertreiben an verschiedene Firmen, die daran interessiert sind, und hier und da auch Consulting anbieten. Da ist die Nachfrage relativ groß, weil wir sehr spezifisches Wissen in einem bestimmten Feld haben, was nicht viele andere Leute haben. Dann habe ich aber vor 1,5 Jahren noch ein anderes Unternehmen gegründet, was damit überhaupt nichts zu tun hat. Das ist Nahrungsergänzungsmittel, also Gym Nutrition. Das sind so Supplements für Bodybuilder und Leute, die mehr erreichen wollen und qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel halt made in Germany haben wollen. Und da bin ich gerade dabei mit Björn, das ist mein Geschäftspartner und auch langjähriger Freund, da bin ich gerade dabei, das Unternehmen so aufzubauen, dass wir auf 150 Produkte kommen. Wir werden gerade ein bisschen unabhängiger von Amazon, weil wir unseren Hauptumsatz gerade über Amazon machen. Wir bauen gerade unseren eigenen Online-Shop, der seinesgleichen suchen wird. Wir bauen gerade, ja, wir haben jetzt demnächst ein tolles Fotoshooting auch wieder, um auch da immer Fotos und Videomaterial und Content für Social Media zu haben. Ja, das ist gerade das, was ich mache. Also einfach die Vision, die man hat als Unternehmer, jeden Tag fortzuführen. Weil zwischen der Vision, die ich habe, die ist hier, und meinem jetzigen Status liegt ganz viel Arbeit. Und jeden Tag, den ich Arbeit erledige, komme ich immer weiter zu dem, wo ich hinkomme. Gleiche Frage, wie kommst du zu solchen Visionen? Kommen sie dir einfach oder machst du eine bestimmte Sportart, wo plötzlich die Vision kommt? Weil manche Menschen laufen durch die Welt und sagen, ich habe einfach keine Ideen. Weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, wenn wir jung sind, ne, wenn wir Kinder sind, dann haben alle Visionen. Wenn du ein Kind fragst, was möchtest du werden? Ich möchte Astronaut werden. Pilot werden. Das war bei mir. Genau, ich möchte Erfinder werden und so weiter. Und je älter du wärst, desto mehr kommt die Realität, die dich einholt quasi. Und dein Traum, das sagt auch Casey Neistat, das ist so ein berühmter YouTuber, die Realität kommt immer näher und deine Träume rücken immer weiter weg.
Die Frage ist aber, warum? Weil die immer alle von außen sagen, das kannst du nicht, das willst du nicht, das schaffst du nicht, bla bla. Aber das kommt doch, das sagen die, weil die selber nicht daran glauben, dass sie es können. Aber wer sagt dir denn, dass du nicht selber Unternehmer sein kannst, dass du nicht selber irgendein Star, was auch immer, was du auch immer werden möchtest im Leben? Wer sagt dir denn, dass du es nicht kannst? Irgendwelche andere Leute. Aber wenn du daran glaubst und sagst, okay, ich habe ein Ziel und ich weiß, wie dieses Ziel erreicht wird, weil alle anderen kochen auch nur mit Wasser. Und dann musst du dir einfach überlegen, okay, was haben die gemacht, um erfolgreich zu werden? Und diese Vision, ja, weiß ich nicht, ich habe früher Pizza ausgeliefert und ich habe auch Bock ausgeliefert und was nicht alles gemacht, als Kellner gearbeitet. Und ich sage immer den Leuten, wenn sie nicht wissen, was sie machen wollen, mach den Job, den du hast. Weil dann kriegst du in dem Moment, in dem du halt arbeitest und zum Beispiel nur Teller wäschst, im Sushi-Restaurant als Beispiel, dann denkst du in diesem Moment so viel darüber nach, dass du gar keinen Bock auf diesen Job hast und was du eigentlich machen wollen würdest. Hm. Und dann musst du halt deinen Arsch zusammenkneifen und sagen, okay, ich trau mich das jetzt und ich mach das jetzt und was ist Worst Case? Und dann, ja, die Visionen, keine Ahnung, woher die kommen, die werden mir irgendwie... Die kommen. Nein, ich überlege mir einfach, okay, was ist ein realistisches Ziel? Ich bin ja selber auch in meiner eigenen Zielgruppe, das war ich einerseits bei Jano, aber ich bin es auch jetzt wieder, weil ich selber auch viel zum Sport gehe und mein Businesspartner auch viel zum Sport geht, deswegen weiß ich, wo ist da ein bestimmter Bedarf. Und wir haben uns genau um diesen Bedarf in diese Nische reingesetzt und haben alle Dimensionen, Qualität, Nachhaltigkeit und so weiter, Transparenz, alles miteinander verbunden. Und wenn ich das nicht verstehen würde, dann hätte ich gar nicht die Möglichkeit, dort so ein Unternehmen zu gründen, weil dann weiß ich nicht, was meine Zielgruppe überhaupt möchte. Ich würde zum Beispiel nie jetzt irgendeinen Yoga-Bereich gehen, weil ich habe früher mal so Yoga gemacht, aber ich bin nicht mehr der so, oder Maschinenbau oder so. Ich keine Ahnung. So, weißt du? Um ein Unternehmen zu gründen, brauchst du ja auch viel Erfahrung und ich sag mal auch im Hintergrund, wo du was findest. Viele fragen sich dann halt oder haben einfach Angst und sagen, ja, ich möchte ein Unternehmen gründen, ja, ich habe eine Vision, aber keiner hat mir beigebracht, wie ich das mache. Wo hast du als allererstes die Information herbekommen, wie gründe ich eigentlich ein Unternehmen? Weil da hängt ja viel mit zusammen. Das ist ja nicht nur ein Prozess. Genau. Ich gehe da hin und so. Ja. Ich habe das halt auch das Problem meines Erachtens, dass die das nicht in der Schule beigebracht haben. Du gehst quasi von der Schule runter, egal ob du Hauptschule, Realschule oder Abi gemacht hast, und hast nichts Wichtiges fürs Leben gelernt, meines Erachtens. Wann brauchst du jetzt gerade mal lineare Algebra oder was auch immer? Du brauchst diesen ganzen Scheiß in der Schule beigebracht, das bekommst du meines Erachtens nicht. Was man nicht beigebracht bekommt, ne, das ist ein anderes Thema, also wie spare ich Steuern, wie lasse ich Geld für mich arbeiten, wie gesunde Unternehmen zum Beispiel. Keine Ahnung, ich habe einfach gegoogelt, wie es funktioniert. Dann habe ich einfach einen Notar angerufen und gesagt, wie funktioniert das? Und die Notarin war am Telefon und war super nett. Sie sagt, sie kommen hierher, sie machen einen Termin. Dann gibt es verschiedene Satzungen, also Satzungen, die man haben muss. Es gibt Standardverträge, dann gibt es also Gesellschafterverträge, dann gibt es angepasste quasi. Wenn man zum Beispiel eine UG gründet, gibt es einen Standardvertrag, der kostet dann nur 250 Euro. Wenn man irgendwas Gesondertes haben möchte, kostet das halt bis zu 1000 Euro. Und dann, die war sehr nett, hat mir weitergeholfen, sie auf ihr Job. Die möchte auch Geschäft machen und dann hingegangen und einfach irgendwie Step by Step dann gemacht. So. Du sprichst das gerade gut an mit der Schule. Das ist mir auch aufgefallen, dass ich halt viele Leute kenne, die sind super in der Schule, können ja auch sofort den Satz des Pythagoras ausrechnen und kennen sie auch, wissen auch, wo London ist und wo München ist, aber kein Mensch weiß, was die wichtigen Dinge im Leben betrifft. Kommen wir noch mal kurz zu deinem Sport Nutrition. Gleich mal eine provokante Frage. Viele sagen ja, boah, Sporternährung könnte gefährlich sein. So, warum auch immer. Was macht eure Sportnahrung so, dass man sagt, okay, ich komme zu Tino, weil ich einfach keine Angst habe, das kann mein Körper nicht schaden, sondern das hilft mir. Was macht das aus? Okay, grundsätzlich ist da, glaube ich, erstmal eine gesamte Frage zu beantworten. Und zwar die Frage, oder überhaupt erstmal zu sagen, alles kann irgendwie schlecht sein. Wenn du zu viel machst, wenn du zu viel trinkst, ist das nicht gut. Wenn du zu viel schläfst, ist es nicht gut. Wenn du zu viel Sport machst, auch nicht gut für deinen Körper. Und genauso wenig, wenn du es zu wenig machst. Und genauso ist es auch bei Nahrungsergänzungsmitteln. Und was viele Leute nicht verstehen, ist, dass es genau das Wort, wie es auch alles schon richtig beschreibt, Nahrungsergänzungsmittel. Das ersetzt nicht deine Ernährung, was manche Leute denken, sondern das ist halt zur Ergänzung, wenn du zum Beispiel Top-Leistung bringen möchtest. Mhm. Wenn du viel Sport machst und viel schwitzt, wenn du zum Beispiel Marathonläufer bist, dann schwitzt du ganz viel Zink zum Beispiel aus und du kannst deinen Zinkbedarf nicht decken, der aber ganz elementar ist bei biochemischen Prozessen in deinem Körper. Das heißt, in diesem Moment würden wir empfehlen, Zink zu supplementieren.
Und um gewisse Ziele zu erreichen, also zum Beispiel ne, Marathonläufer oder Profischwimmer oder Bodybuilder, wenn du diese ganzen Ziele also erreichen möchtest, dann macht es Sinn, in gewissen Bereichen auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen. Und wir entwickeln die Nahrungsergänzungsmittel auch immer auf Basis von Studien. Das heißt, wir bringen nicht irgendwelche Quatschkram raus, was nicht irgendwie schon eine studienbasierte Evidenz hat, zeigt, sondern wir sagen, okay, Kreatin zum Beispiel, also Creapur, Kreatin-Monohydrat, da gibt es halt auch so Health Claims von der EU quasi, bestätigt, die sagen halt, dass Kreatin bei Schnellkrafttraining und so weiter, dass es deine Kraft quasi verbessert, wenn du Kreatin supplementierst. Und deswegen sagen wir immer, okay, wenn du diesen Bedarf hast, also mehr Bedarf und glaubst, dass dieser Mehrbedarf an Nahrungsmitteln oder Aminosäuren dazu führt, dein Ziel besser zu erreichen, dann bist du bei uns gut aufgehoben. Generell, warum du bei uns gut aufgehoben bist, im Vergleich zu anderen auch schon bestehenden Unternehmen, ist, weil wir transparent sind, weil wir hier in Deutschland herstellen. Es gibt viele große Firmen, die sagen, okay, die stellen zum Beispiel in Polen her oder was auch immer. Und da gibt es natürlich andere Qualitätsstandards als hier in Deutschland. Ne? Das ist die Sache, aber auch weil wir gucken, dass wir den Mitarbeitern, die hier in Deutschland angestellt sind, auch faire Arbeitsbedingungen gewährleisten. Das ist auch ein, ich sag mal so, ideologische Frage, die dahinter steht. Das sind so viele verschiedene Bewegpunkte, ne? Und weil unser Kundenservice-Programm ist, wir uns jederzeit über WhatsApp anschreiben, du kriegst einen Trainingsplan dazu, wir sind halt irgendwie sehr nah auch, ne? Große Unternehmen, die sind halt dann so, ja, es dauert dann erstmal 5 Tage, bis da geantwortet wird, dass irgendeine Servicekraft, die keinen Bock hat, bei uns kriegst du direkt eine Antwort von den Gründern, die sich direkt mit dir identifizieren und so weiter. Das finde ich auch immer ganz wichtig, weil ich hatte letztens auch den Fall, da habe ich Tickets bestellt und die Veranstaltung war Sonntag, ich habe bis Freitag keine Tickets bekommen. Dann habe ich den Kundenservice angeschrieben und gesagt, so hör zu, kann ich vielleicht ein Print-Ticket dafür bekommen? Dann bekommt man als Antwort, ja, innerhalb von 9 Tagen melden wir uns nochmal bei Ihnen. Dann habe ich gesagt, bringt mir auch viel, wenn Sonntag die Veranstaltung ist. Wahnsinn. Glaubst du, gehen wir mal ein bisschen so in die Motivation rein von Menschen, glaubst du, dass, oder anders, du hast ja jetzt viele Kunden, die Sport Nutrition nutzen, dein Nahrungsergänzungsmittel. Glaubst du, dass du durch dieses Nahrungsergänzungsmittel mehr Leute zum Sport bekommst? Oder sind da viel mehr Leute, die deswegen also eher Sport machen und dann das nutzen? Andersrum, weil ich glaube nicht, dass die Leute durch unsere Nahrungsergänzungsmittel auf Sport kommen, sondern die Leute suchen, weil sie Sport machen, nach etwas, um das zu verbessern, um schnelle Ergebnisse zu erzielen, um erfolgreicher in dem Bereich zu sein. Das ist so wichtig. Um bessere Regeneration zu haben zum Beispiel, gibt es auch. Cool. Lass uns nochmal auf dein anderes Projekt Jano zurückgreifen. Wie hast du das dort hinbekommen, diese Firma zu gründen? Also da brauchen wir auch Startkapital. Bei dem Sport Nutrition kann man sich ein paar Substanzen zusammensuchen. Denk mal, da brauchst du auch Startkapital, aber ich glaube, es ist doch schon anders, ob man sich Nahrungsergänzungsmittel ausdenkt oder Moped da stehen hat. Ja, das ist in der Tat so. Bei Jano war es so, dass wir halt sehr viel, es war sehr kapitalintensiv, weil du musstest erstmal eine Software entwerfen und designen, die oder auch programmieren, die so noch nicht da war. Das heißt, du brauchst verschiedene Infrastrukturen, die miteinander kommunizieren können, um zu wissen, wo ist der Roller gerade, hat der Roller einen Unfall, wie viel Benzin ist da drin und so weiter. Ist der Roller gerade vermietet, ist er in und so weiter, muss er gewartet werden. Diese ganzen Informationen, die eigentlich in dem Roller sind, musst du irgendwie rausbekommen und in ein verwaltbares System reintun und diese Metriken so verwalten, dass ein Fleetmanager damit umgehen kann. Das war eine große Herausforderung. Und dann brauchst du halt auch noch irgendwie die Assets, die auf der Straße stehen, das heißt die Roller. Ne? Und das ist natürlich so bei Piaggio, bei Vespa, da kostet ein Roller ungefähr 2.000 Euro. Und das ist natürlich dann sehr kapitalintensiv. Und da haben wir gesagt, okay, wie gründen wir das? Wir haben eigentlich 2013 diese Idee gehabt und haben dann gesagt, ja, wir gründen das einfach, weil wir noch so blau hinter den Ohren waren, dass wir überhaupt gar nicht uns Gedanken darüber gemacht haben. Was für ein Businessmodell ist das? Ist das ein Businessmodell, was kapitalintensiv ist, wo die Rendite relativ schnell kommen wird? Wie ist das Verhältnis zwischen Risiko und Gewinnchance? Ne? Und das ist halt so, was das Problem ist da auch so ein bisschen, dass du in so einen Markt gehst, der eigentlich noch gar nicht richtig da war. Wenn man die ersten, die das gemacht haben, unsere Recherche nach, die im Free-Floating-Bereich das angeboten haben. Das heißt, immer wenn du der Erste bist, dann bist du Pionier und die Nachfrage ist noch nicht da. Bevor iPhone, die iPhone released hat keiner gegoogelt, ich möchte gerne iPod mit Telefonfunktion und so weiter. Und nachdem alle anderen Firmen gesehen haben, wie erfolgreich Apple damit ist, sind sie auch aufgesprungen.
Und das ist das Problem, dass du nicht schon Leute hast, die danach suchen. Bei Nahrungsergänzungsmitteln suchen hunderte, Millionen Leute jeden Tag danach. Das heißt, du musst irgendwie nur da reinkommen, aber das ist schon im Bewusstsein der Menschen. Das ist der Riesenunterschied auch. Wir haben es einfach gegründet und haben es einfach gemacht. Es war völlig blau und einfach rein. Und dann haben wir einen guten Freund von Jans Vater, der ist hier auch in der Immobilienbranche tätig, der hat uns dann ungefähr 300.000 Euro gegeben, Startkapital. Und damit haben wir dann angefangen und gesagt, okay, was machen wir jetzt? Nicht schlecht. Ich würde gerne mal bei dir so ein bisschen zurückzoomen. Wie war der Tino in der Schule? Das ist auch immer so eine große Frage, die unsere Zuschauer haben. Wir sehen jetzt, sag ich mal, fast das fertige Produkt Tino. Wie war der vorher? Ich bin nie fertig. Ich muss immer weitermachen. Wie bist du dazu gekommen? Wie warst du in der Schule? Fang mal ganz klein an. Ja, aber ganz unterschiedlich. Früher war ich natürlich in der Grundschule. Habe ich nie richtig Bock gehabt und so. Und also am Anfang war ich sehr gut in der Schule und dann irgendwann, als ich meine Eltern entscheiden lassen, wurde ich immer schlechter in der Schule. Und dann war ich irgendwann an so einem Punkt, dass ich auf der G20 war. Das war für Berufswirtschaft und Ernährung in Nettelburg, wo es halt sehr anders hält. Die Leute sind teilweise, meine erste Impression war, ich bin nur zur Schule gekommen und da war jemand, der einen Pitbull an der Leine gehabt. Und gesagt, mein allererster Gedanke war, hey Tino, du musst hier weg, das ist nichts mehr. Ich wurde da fast täglich gefragt, ob ich Drogen verkaufen möchte, bla bla bla, all so eine Geschichten. Da waren irgendwie täglich Schlägereien. Ich erinnere noch, wie da so eine Iranerin mit so einer, die kam aus so einer Boilerei und die hatte dann so eine Zahnspange, ihre Lippen waren in der Zahnspange verfangen. Das war alles schrecklich. Und da habe ich aber das erste Mal gesehen, dass Schule auch Spaß machen kann, weil ich wurde für die ganz stinknormalen Dinge belohnt. Dafür, dass ich mich normal verhalten habe, dafür, dass ich anwesend war, habe ich schon gute Noten bekommen. Das heißt, du hast aus dieser, sag ich mal, schrecklichen Situation gelernt. Ja klar, genau. Weil ich das heißt, du hast eigentlich nur Verhalten erstmal gelernt. Ja, weil ich da gelernt habe, du kannst auch Freunde sein mit den Lehrern, weil die Lehrer haben gefreut, haben sich gefreut, dass ich auch irgendwie lernwillig war. Weil in dem Moment hat es halt Klick gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte nicht mehr sein, das ist mir zu doof alles, das möchte ich eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt meine Hausaufgaben. Und dann habe ich auch gelernt, dass es Spaß bringt, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat, sich auf den nächsten Tag freut. Wenn man dann quasi sich profilieren kann und sagen kann, ey, hier, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, alles cool, lalala. Dann hat mir ein anderer, Emre heißt der, der hat mir zur Realschulprüfung 300 Euro angeboten, damit ich seine Realschulprüfung schreibe, statt meine. Und ich so, ey, pass auf, ich bin hier nicht noch ein Jahr, ich mach das jetzt für mich selber, tut mir leid. Dann habe ich selber meine gemacht und war dann fertig. Aber es war sehr holprig und da habe ich halt gemerkt, okay, was möchte ich eigentlich? Und dann habe ich... Vielleicht nochmal kurz dazu. Was hat das eigentlich... Wie war dein Standing dann? Weil ich stelle mir vor, da sind Leute, die, sag ich mal, durchgeknallt sind und sehen da plötzlich einen Tino, der sich mit Lehrern versteht. Das ist, glaube ich, ungewöhnlich auf so einer Schule. Wie war dein Standing? Das war immer so, du musst halt irgendwie so, das war auch in vielen sozialen Situationen, wo du dann in so einem Kreis stand, alle haben geraucht und dann musst du sofort mit dem Geld, das ist doch nicht willig. Und dann nimm doch. Und dann sag ich so, ich habe keinen Bock von so einem Scheiß abhängig zu sein. Und dann meinten so, okay, guter Mann. So, du musst einfach irgendwie, das ist natürlich schwer, aber du musst dann selbstbewusst auftreten und das selbstbewusst sein, weil dann sagen die, ey, ich finde das korrekt, mein Team geht seinen Weg, der ist nicht so dumm wie wir, weil die eigentlich wissen sie, dass das, was sie machen, scheiße ist. Schlägereien, was ich, Drogen verkaufen. Die wissen eigentlich, dass das nur auf den falschen Weg führt und in Knast und was nicht alles. Deswegen habe ich da den Respekt bekommen, den ich, keine Ahnung, wie den Arbeiter, verdient er, was auch immer, weil ich irgendwie so ein cooler Streber war. Okay. Also du warst trotzdem mit denen, aber hast gesagt, hör zu, davon distanziere ich mich, das mache ich nicht. Genau. Das heißt also, du hast nicht die Opferrolle gehabt, sondern eigentlich kann man auch sagen, die haben auch so ein bisschen auf dich hingeguckt und haben gesehen, okay, es geht ja auch ohne. Ja, ich habe auf denen gesagt, dann, ey Jungs, mach doch auch mal was. Und mal einige haben auch schon gesagt, ey, kannst du mir Nachhilfe geben, bla bla bla. Habe ich mich dann verabredet, die sind nie gekommen. Da habe ich dann gesagt, scheiß drauf, lass ihn. Aber das war so, das war... nicht Opferrolle, sondern sehr, okay, ich respektiere das, dass er diesen Weg nicht gehen möchte und dann das muss man sich auch erarbeiten. Weil meistens steckt man entweder mittendrin oder komplett raus. So ein Zwischending ist eigentlich sehr schwer. Aber gut. Und wie ging es dann weiter? Da hast du die Schule wahrscheinlich gewechselt? Ja, dann habe ich gesagt, okay, jetzt will ich auch noch mal ein Abi machen und bin dann zum Emil-Klausen-Gymnasium gekommen. Kommt mir bekannt vor, kenne ich. Genau. Und da hat die Frau an der Rezeption dann noch gesagt, das weiß ich noch, Leute mit so einem Abschluss von ihr, von der Schule, von der sie kommen, bleiben hier eigentlich nicht lange. Und das sind immer die besten Sachen. Wenn ich sowas höre, dann sage ich immer so, jetzt ist recht. Und das war das, aber auch der Schulleiter, der dann diese Ansprache gehalten hat, gesagt, jetzt sind hier 300 Leute, aber 100 von euch werden nur den Abschluss haben. Das ist dann immer so genauso dieses so, ja geil. Weil andere Leute dann auch
wie heißt das denn auf Deutsch? To prove somebody wrong. Jemand. Halt zu zeigen, dass die falsch waren. Und diese Motivation habe ich damals schon in der Schule vor dieser schrecklichen Schule bekommen. Weil mein Lehrer früher immer gesagt hat, Tino, du bist nicht, deine Schrift ist zu scheiße, bist du Loser, bla 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 bla. Diesen ganzen Scheiß, den er mir reingelabert hat. Und da habe ich mein Abi gemacht und habe mich hinterher mit ihm getroffen. Und meinte, Tino, ich wusste immer, dass das, was dir wird, bla bla bla. Aber das ist halt so eine Sache, das hat mir die Motivation gegeben. Ich bin dann auf die Emil Krause-Gymnasium gekommen, habe da mein Abi gemacht. Dann bin ich ein bisschen rumgereist in Europa und habe dann Psychologie studiert. Und während des Studiums habe ich dann Jano gegründet und dann weiter. Was mir so auffällt bei meinen Talks, und das ist wirklich unglaublich, ich glaube, wenn ich 90% sage, übertreibe ich nicht. 90% meiner Talks laufen meistens so ab. In der Schulzeit, Rowdy, eigentlich schon, man sagt, Abitur und so, brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Ja. Mach es mal nicht, geh mal lieber gleich einen Job suchen oder etwas in der Art. Werd mal Friseur. Und plötzlich wird man was. Ich meine, bei mir war es nicht anders. Mein Lehrer hat mir im Bio gesagt, auch auf dem Emil-Krause-Gymnasium. Wie ist der nochmal? Frau Birnwald. Achso. Sie hatte zu mir gesagt, gut, aber zu Recht, ich hatte eine 4- im Grundkurs. Und sie hat gesagt, du wirst niemals im Bio etwas erreichen. So, da habe ich gesagt, okay. Motivation, yes, immer, yeah. Ich nehme Leistungskurs Bio. Die haben mich angeguckt, die dachten, ich habe völlig einen an der Klatsche. Ich bin mit einer 2, habe ich abgeschlossen. Was bei Knackendüffel da? Nee. So, auch immer noch bei Bio. Ja. Und das finde ich so faszinierend an Menschen, dass sie, was ich auch schon mal gesagt habe, in Situationen, wenn sie in einer, ich sag mal, Notsituation sich befinden, da plötzlich richtig gute Leute werden. Das heißt auch natürlich auch für unsere Zuschauer, Leute, wenn ihr irgendwann mal in einer Situation seid, wo ihr denkt, boah, da geht nichts, das, also alles ist vorbei, gerade dann nicht, ja, gerade dann kommen die besten Ideen, weil man Zeit hat, mal nachzudenken, weil man etwas machen muss und traut euch, macht euch, seid motiviert, macht es einfach, ja. Psychologie studiert. Warum Psychologie? Das ist ganz interessant. Und zwar ist es so, warum Psychologie? Ich habe überlegt, ob ich Medizin oder Psychologie mache. Und dann habe ich mich ein bisschen damit mit Medizin auseinandergesetzt und habe gesehen, okay, Medizin ist zu sehr der Mensch quasi als physisches Objekt. In der Medizin wurde mir der Mensch zu sehr, die Psyche des Menschen zu körperbetont. Genau, wie beim Fußball. Und das ist halt wie so ein Mechatroniker, wie so ein Kfz-Mechaniker, der sagt, okay, das kaputt, Schlauch, muss halt gemacht werden. So ein Chirurg zum Beispiel, das ist ein Handwerk. Und dann habe ich gesagt, eigentlich ist doch das Allerwichtigste im Leben immer, wie du dich fühlst. Egal, ob du jetzt eine Behinderung hast, egal, ob du Krebs hast, ob du morgen stirbst, oder was auch immer, es ist doch immer so, wie du dich fühlst, wie gehst du damit um. Und deswegen ist die allerletzte Instanz unsere Psyche. So, und deswegen habe ich gesagt, das ist das eigentliche Elementare, worum es geht im Menschen. Und deswegen habe ich gesagt, habe ich Bock. Da habe ich mir ein paar Vorlesungen angeguckt, bevor ich überhaupt angefangen habe, das zu studieren, ob das wirklich das ist, was ich machen möchte. Hast du sie dir online angeguckt oder ich warst du? Zum Vorlesungsverzeichnis. Okay. Und ich habe mir wirklich dann mir jetzt angehört, wie das ist. Mhm. Und dann habe ich dann gesagt, okay, 2 Vorlesungen waren übertrieben kacke, weil war irgendwie Diagnostik oder so. Und 2 davon waren super interessant, ne? Biopsychologie und Allgemeine. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, mache ich. Und dann habe ich angefangen. Mhm. Braucht man da ein NC? Klar, 1, oder? Ja, 1 irgendwas. Aber ich habe mein Abi, glaube ich, mit 1,9 oder 2,0 oder so gemacht. Und habe mich dann reingekauft. Hilft dir das heute? Wenn du jetzt zum Beispiel auch Kundenanalyse machst oder einfach mit Kunden sprichst, hilft dir dein Studium? Es hilft sehr viel, weil es hat mir ein breites Verständnis darüber gegeben, was für uns als Menschen, was für dich und für mich jetzt zum Beispiel gerade Realität ist. Als Beispiel, das lernst du zum Beispiel in allgemeine Psychologie, was du selber, das ist ja auch der Psychologie, dass das ist, weil ich sehe jetzt das Glas, so wie es gerade ist, aber du siehst es vielleicht ganz anders. Mhm. Dass ich noch nie wirklich in der Realität hier in dem war, weil es immer durch mein Gehirn gefiltert wird. Und aber auch ganz viele Dinge in Unternehmensführung, die ich gelernt habe, also Arbeits- und Organisationspsychologie, statistische Herangehensweisen, Korrelation, dass Korrelation nicht immer gleich bedeutet Kausalität, das heißt nur weil irgendwas eine hohe Korrelation hat, heißt das nicht, dass es auch wirklich A, B bedingt. Und also einfach auch Studien verstehen, also unglaublich viel, ja, definitiv. Wann hast du dir darüber Gedanken gemacht, etwas Eigenes zu gründen?
weil du hättest ja auch nach dem Studium einfach einen Job anfangen können und die Maus von links nach rechts 5 Jahre oder 10 Jahre dein Leben lang schieben können. Das hat immer schon relativ früh angefangen, als ich Praktikum gemacht habe, irgendwo als Kellner oder Bock ausgeliefert habe. Ich konnte diese Jobs immer nur allerhöchstens 3-4 Monate machen, weil nach 3 Minuten habe ich mir gedacht, ey, warte mal, ich arbeite hier für 3, 5, 6, 7 Euro die Stunde und der Wichser fährt einen Porsche Cayenne und wohnt im Hunsbrück Tower, der von Crazy Cock zum Beispiel, der Chef, fährt Porsche Cayenne, wohnt im Hunsbrück Tower, hat ein geiles Penthouse, das mache ich nicht. Warum bin ich nicht dieser Wichser, das war immer irgendwie so dieser Konflikt und dann vor allen Dingen, das ist die eine Sache, die andere Sache ist, das ist immer, ich kann mir nicht vorstellen, diesen Job, weil du lieferst ja immer nur Kunden. Und die einzige Variable, die sich ändert, sind die Kunden, die du, das Wetter, der Verkehr und die Kunden, die du am Ende bedienst. Aber selbst die wiederholen sich, weil du Stammkunden hast. Das heißt, die mangelnde Herausforderung und die mangelnde Abwechslung habe ich unglaublich gelangweilt nach einer Zeit. Ich dachte, ey, Katastrophe, habe irgendwann einen Podcast währenddessen gehört. Und das war immer so, und habe dann auch versucht, in dem Business an sich irgendwelche kleinen Schlupflöcher zu finden, wo ich quasi mich einloggen kann, aber gleichzeitig irgendwas anderes machen kann und bezahlt werden kann dafür. Das hat bei manchen Unternehmen funktioniert. Und dann irgendwann habe ich, ich konnte mir nicht vorstellen, bis heute nicht, für irgendjemanden irgendwo angestellt zu sein und für den meine Zeit zu investieren, damit der noch mehr Geld macht, als ich eigentlich machen könnte. Hattest du in der Zeit einen Mentor, der dir den Weg so ein bisschen gezeigt hat? Weil die meisten haben ja, sag ich mal, also die größten Mentoren, sag ich mal, sind ja die Eltern. Viele hören so drauf, welche Meinung die Eltern haben. Viele hören drauf, fragen ihren besten Freund. Das ist das Schlimmste, was man kann, weil die Eltern sagen meistens, mach mal was Anständiges. Bevor ich jetzt zum Beispiel Jim the Fishing gewohnt habe, hat mein Onkel gesagt, als er davon erfahren hat, hat mein Onkel gesagt, du musst doch was anständiges, du musst ja Psychologie studieren, weißt du? Und heute, eineinhalb Jahre später, kann ich jetzt irgendwie sagen, hier, pass auf, ich habe immer noch mein Psychologiestudium, ich kann immer noch was Anständiges machen, aber währenddessen ich jetzt hier sitze zum Beispiel, verkaufen sich meine Supplements automatisch online, Amazon verschickt es zu den Kunden und diese ganze Maschinerie läuft und ich muss nichts dafür tun. Und das ist halt so, wäre das nicht dumm, das nicht zu tun? Und dann, ne, das ist so, deswegen sage ich, auf Eltern hören ist nicht immer richtig. Aber Mentor, ja, habe ich gehabt. Ja? Und zwar ist es so, dass ich, als ich ausgezogen bin, relativ früh schon mit 17, bin ich zum Psychotherapeuten gegangen. Nicht, weil ich ihn hatte, sondern weil ich so prophylaktisch, ne? Und der, den kenne ich ja schon seit 11 Jahren, seitdem ich ausgezogen bin. Seit 11 Jahren. Und da war es immer so, dass wir irgendwann die halt diese therapeutische Schiene verlassen haben und es mehr so Richtung, ich sag mal so mentorische Freundschaft irgendwie auch ging. Und da gehe ich jetzt immer noch hin, alle 6, 7, 8 Wochen mal und reflektiere über mein Leben und gucke, was möchte ich machen. Und das hilft mir unglaublich auch nochmal, mich selber aus dem Kontext, den ich hier habe, in dem Alltag auch rauszuziehen und zu reflektieren über Beziehungen, über Konflikte und all sowas. Und das hilft mir auch, mich auf das Wesentliche, was ich im Leben machen möchte, auch zu fokussieren. Weil sonst würde ich, der hat auch sehr viel dazu beigetragen. Zu der Persönlichkeitsentwicklung. Auch zu dem bin ich auch so sehr zum Lesen gekommen, weil der hat mir immer so Bücher gegeben, hier zum Diesmal und so. Und seitdem verstehe ich nicht, wie man nicht lesen kann. Also ich verstehe es. Ich habe auch keinen Fernseher zu Hause. Weil ich da. Das Problem ist, glaube ich, bei den meisten auch so, wie nutze ich meine Zeit. Ja? Viele wissen es nicht, machen es auch nicht bewusst, sondern die gucken Fernsehen, wenn die von der Arbeit nach Hause kommen, legen sie sich hin und. Ist ja auch manchmal wichtig, abschalten, ist ganz klar, wichtig. Aber die meisten wissen nicht, wie viel Zeit sie eigentlich für Sinnloses ausgeben. Ja? Und das sage ich immer zu meiner Freundin. Wenn sie nicht anständig Zähne putzt, sage ich immer, Emmy, pass auf. Wie viel Zeit bist du auf Facebook, bist du auf Instagram und wie lange putzt du deine Zähne? Einfach nur mal als Vergleich. Dann sagt sie mir, ja, okay, hast du recht, putz doch mal eine Minute länger. Weißt du, das ist einfach so, du musst dir überlegen, dein Gehirn und dein Geist ist wie so ein Garten. Und wenn ich da nur Scheiße sehe, dann wächst auch nur Scheiße. Wenn ich aber anständige Dinge da rein tue, meines Erachtens nach, dann kommt auch was Anständiges dabei raus. Und wenn ich mir tolle Bücher angucke von erfolgreichen Unternehmern, von, weiß ich nicht, wenn ich mich mit Religion vielleicht, ist ja jedem selber überlassen, was er macht, ne? Dann habe ich das irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie mehr, so ein Buch zu lesen, gibt mir unglaublich viel. Wenn ich aber, das hat aber auch immer die Frage, wie fühlst du dich, nachdem du 2 Stunden Buch liest, im Vergleich zu, ich bin 2 Stunden auf Facebook. Wenn ich 2 Stunden Buch lese, habe ich neue Gedankenanstöße, ich fühle mich irgendwie erfüllt, ich fühle mich irgendwo mit auf eine Reise genommen,
wenn ich aber zwei Stunden auf Facebook bin, fühle ich mich meistens irgendwie, scheiße, was für eine verschwendete Zeit. Oder was auch immer, weißt du, das ist so. Oder manchmal du internalisierst dann zum Beispiel auch so Schönheitsideale, wenn du zum Beispiel eine Frau bist und diese ganzen skinny Mädels da siehst und so. Dann denkst du auch so, und dann verlässt du diese Facebook oder Instagram mit einem schlechten Gefühl. Und dann habe ich auch zu meiner Freundin gesagt, ey, lass doch, guck doch auch manchmal auf Instagram. Und dann hat es nicht immer, fühlt sich automatisch gleich besser. Und das sind halt so viele Dinge einfach, die unsere Generation zurzeit und auch die Generation, die nach uns jetzt kommt, lernen muss, meines Erachtens. Der Umgang mit Facebook, mit WhatsApp, mit Medien, einfach das Handy, lass es auf den Tisch liegen oder nicht. Und diese ganzen Dinge, herausfordernd. Da kannst du auch mal coachen. Das wäre nicht schlecht, das stimmt. Nein, jetzt ernsthaft mal, es ist riesen. Allein nur diese eine Thematik, wie viel Beziehungen Facebook schon zerstört hat, ist ja nicht Facebook, sondern der Umgang mit Facebook. Oder auch, was bedeutet das, wenn ich in einem Meeting bin oder mit meiner Freundin am Esstisch sitze? Ich habe ein Date mit ihr zum Beispiel und ich lege mein Telefon auf den Tisch. Das bedeutet, signalisiert dem anderen ja eigentlich, ich bin bereit für jemand anderen mich gerade zu stören. So, und das ist halt so, und das sage ich ihr auch manchmal und das sagt sie mir auch manchmal, ich bin auch nicht frei davon. Sondern es ist dann einfach so, wir sind in der Konversation und sie nimmt das Telefon in die Hand. Und in dem Moment ist es so, dass sie unsere Konversation, die wir haben, verlässt und mit jemand anderen in Kontakt tritt. Mhm. Aber das ist ja nur ganz kurz. Aber trotzdem, das ist nicht respektvoll. Weil jetzt kommt auch nicht hier einfach einer her und dann rede ich einfach mit denen. Weißt du, das ist so. Das muss man aber auch verstehen. Und das ist halt auch eine krasse Herausforderung, wo ich auch zum Beispiel Bock hätte, dieses Wissen und einfach diese Gedankengänge und das Öffnen für diese neuen Gedankengänge auch weiterzugeben. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, alles gut, das gehört auch zum Talk dazu. Was ich so, vielleicht hast du es auch mal gehört, deine Persönlichkeit und dein Charakter wird ganz stark davon bestimmt. Also du bist eigentlich der Durchschnitt von den engsten Personen, um die du dich umgibst. So. Und nochmal, um dein Facebook-Thema zum Beispiel aufzugreifen. Wie soll sich denn meine Persönlichkeit entwickeln, wenn ich wirklich auf Facebook die Leute habe, die irgendwie wirklich jeden Mist posten? Und das ist, weiß ich nicht so gerade die schöne Art. Aber gut, du hast recht, leider entwickelt sich das alles dorthin und die Leute muss man abholen. Aber da sage ich auch wieder, das ist das Schulsystem. Ich meine, es ist aber auch schwer. Ich bin auch Familienvater, habe jetzt auch eine Tochter, die ist jetzt fast 2. Du musst dir überlegen, möchtest du der jetzt schon ein Tablet, ein Telefon zeigen, weil du weißt, das muss sie irgendwann nutzen? Oder sagst du, oh, ist noch zu früh, nicht, dass sie damit jetzt schon anfängt? Also ich bin auch in der Situation, einfach zu sagen, was mache ich denn jetzt? So, ja. Schwer. Was auch so ein bisschen, jetzt nochmal, um auf dich zurückzukommen, Vergleiche. Viele sagen, vergleich dich mit den Großen, dann wirst du ein Großer. Einige sagen, Vergleiche bringen nichts, weil sie können dich auch sehr viel stürzen, wenn dich zu sehr in diese Person hineinversetzt. Was hältst du davon? Hast du dich schon mal mit jemandem verglichen oder hast du gesagt, ich bin Tino und ich mache das so, wie meine Gedanken es mir sagen? Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich mich als Person nie mit einer anderen Person vergleiche, weil ich immer weiß, okay, ich bin Tino, ich bin nicht der und der hat eine ganz andere Vergangenheit, der hat ganz andere Voraussetzungen, der hat ganz andere was auch immer. Was ich schon vergleiche, ist unternehmerische Leistung. Das heißt, ich gucke unser Unternehmen an, ich gucke an, wie alt ist das Unternehmen, was haben wir bisher erreicht und wenn ich zum Beispiel sehe, dass ein anderes Unternehmen zum gleichen Zeitpunkt gestartet ist und mit den gleichen Voraussetzungen gestartet ist und mit dem gleichen Startkapital oder was auch immer und sehe, die sind viel, 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 viel weiter und machen, was ich, Millionen Umsatz und bla und was nicht alles, dann muss ich mich natürlich schon hinterfragen, warum ist das so und was habe ich zum Beispiel übersehen, habe ich irgendwelche Trends übersehen, habe ich irgendwelche unternehmerische Entscheidungen falsch getroffen. Also so auf Unternehmensebene ja, aber so auf persönlicher Ebene nicht. Das ist gut. Das, ja, man muss schon Vorbilder haben, aber wie gesagt... Vorbild, klar, richtig. Das ist schon aber richtig. Eher in die Richtung, wie hat jemand was erreicht und wie kann ich es auch erreichen. Ja, wenn ich zum Beispiel... Weil es gibt ja welche, die ziehen sich ja schon wie ihr Vorbild an. So. Die teilen sich wie ihr Vorbild. Wenn du zum Beispiel Jeff Bezos... das ist immer das Problem, wenn du zum Beispiel Jeff... Ja, super, danke. Wenn du zum Beispiel Jeff Bezos anbietest, der Gründer von Amazon, ne? Da sagen ja auch immer so, ja, der hat das alles voll hart und so. Der hat ja auch bevor, der hat zum Beispiel von seinen Eltern erstmal 100.000 Euro bekommen, um das anzufangen. Dann haben die Eltern gesehen, das funktioniert und haben nochmal 1 Million investiert. Du brauchst erstmal Eltern, die in der Lage sind, 1 Million irgendjemand zu investieren. Sonst hätte es auch sein können, dass er versucht, irgendwo Geld aufzutreiben, Risikokapital, und keiner hätte es ihm gegeben und Amazon würde es halt nicht geben. Ja. Das ist genau das, so diese Voraussetzung.
Aber ich finde das immer so schlimm, wenn man sich dann so verhält und so kleidet wie irgendwie derjenige, den du irgendwie Vorbild hast. Weil eigentlich, was bringt dir das? Weil es wird keinen zweiten Jeff Bezos. Es gibt keine Kopie. Nein, weil die Leute finden das Original geil, nicht irgendwie die Fälschung. Ja. Es gibt Leute, die sehen so aus wie Ronaldo, aber der wird nicht eingeladen zu irgendwelchen Werbespots, sondern der originale Ronaldo wird eingeladen, weil das sonst irgendwie komisch wäre. Ja. Und so ist es halt auch. Deswegen musst du irgendwie gucken, wo bin ich, wo kannst du deine eigene Marke für dich selber oder deine eigene, was du auch immer bist und machen möchtest, wie kannst du das für dich selber entwickeln? Nenn doch mal für unsere Zuschauer deine drei Erfolgstipps, wie jemand seine Idee verwirklichen kann. Also welche drei Tipps kannst du den Leuten mitgeben? Es müssen jetzt natürlich nicht deine bestimmten Erfolgstipps sein, aber drei Tipps, die du den Leuten mitgeben kannst. Ich komme jetzt zu dir und sage, Timo, ich möchte was gründen. Gib mir mal drei Tipps, wie ich das machen kann. Also um erfolgreich zu sein oder wirklich jetzt? Also um etwas zu gründen. Ja, aber dann würde ich dir so, sagen wir so, um etwas erfolgreich zu gründen, so. Ja, so um Erfolg im Leben zu haben, so würde ich es gerne ausdrücken. Weil sonst kann ich dir einfach eine Anleitung geben oder du gehst zu Google und guckst, wie du ein Unternehmen gründest. Also rein der Ablauf. Also ganz grundsätzlich ist das Allerwichtigste meines Erachtens aus Fehlern zu lernen. Das Schlimmste ist, wenn Leute, und das unterscheidet auch erfolgreiche Unternehmer meines Erachtens von unerfolgreichen Unternehmern, dass du aus Fehlern, die du machst, lernst und das nächste Mal nicht genauso wieder machst. Wenn du einen Fehler machst, dann musst du gucken, warum habe ich das so gemacht, gut, nächstes Mal mache ich es anders und immer, das musst du jeden Tag immer wieder aufs Neue machen. Und wenn du das tust, dann musst du dich automatisch verbessern. Und das ist halt auch das Interessante. Hier in Deutschland, wenn du einmal gescheitert bist, dann denken die Leute, aus dir wird nie was. Aber derjenige, der einmal gescheitert ist, ist näher am Erfolg, als derjenige, der noch nie gescheitert ist. Das verstehen die Leute nicht, weil derjenige, der schon mal gescheitert ist, weiß nämlich, wie er es nicht machen muss. Und derjenige, der noch nie gescheitert ist, weiß dann nämlich nicht, wie er es nicht machen soll, er weiß nur, wie er es machen muss. Und das sind halt diese Unterschiede. Also das ist der eine Sache. Dazu vielleicht noch, da habe ich gestern was Gutes zugehört. Hat man auch gesagt, eine Fehlentscheidung ist zuerst mal ein Fehler, aber aus dieser Fehlentscheidung wird eine Erfahrung, die in der nächsten Entscheidung dich dahin lenkt, dass du es positiv entscheidest. Also es gibt keine falsche Entscheidung. Genau das ist es. Du lernst da. Genau das, und das lernst du auch nicht in der Schule. Aber deswegen habe ich auch gesagt, ich würde so ein Unternehmen wie Jano zum Beispiel nie wieder gründen, weil ich als Privatperson so keine 3, 4, 5, 6, 7, 800.000 Euro investieren möchte in einen Markt, der so noch nicht da ist, wenn ich das easygoing machen kann, weil ich daran glaube und Pionier sein möchte, dann easygoing, so wie Elon Musk in dem ganzen Elektromarkt. Ne? Aber das war ich nicht und das bin ich auch noch nicht. Das heißt, da habe ich gelernt, diese Art von Unternehmen nicht mehr zu gründen. Wenn ich das jetzt normal gemacht hätte, das wäre dann so, warte mal, Jano hat schon, das hat hier in Hamburg funktioniert aufgrund von Kapitalengpässen. Und jetzt macht er wieder sowas? Jetzt macht er auf einmal fliegende Autos oder so? Was ist das hier? Weißt du so, das ist so, hä? Warum? Und deswegen musst du halt überlegen, wie kannst du dich da weiterentwickeln auf so einer Ebene. Das zweite ist meines Erachtens nach Durchhaltevermögen. Weil du musst immer sehen. Das sagen viele. Durchhaltevermögen ist so wichtig, weil du musst echt wirklich sehen, viele Sachen, dass jetzt die Firma schon nach eineinhalb Jahren so erfolgreich ist, die ich jetzt gegründet habe, ist aber auch nur, weil ich davor schon 3 Jahre durch die Scheiße gegangen bin und diesen ganzen Kack gelernt habe und gelernt habe, wie mache ich es nächstes Mal besser, basiert auch auf dem anderen. Aber manchmal ist es auch wirklich so, dass Unternehmen erst nach 4, 5 Jahren Früchte tragen. Und wenn du zum Beispiel so eine Community aufbaust, eine Plattform, wo du einen Bedarf mit dem anderen Bedarf verknüpfst, dann brauchst du erstmal die kritische Masse. Und manchmal kann es sein, dass diese kritische Masse 3 Jahre dauert, bis es ist. Und das ist wirklich so ein langsamer Ablauf. Aber dann hast du irgendwann die kritische und dann geht es so. Und dann fängt das Unternehmen an zu fliegen. Und wenn du aber vorher schon aufhörst, dann wirst du diesen Punkt niemals erreichen. Das Wichtige ist nur immer, dass du währenddessen guckst, hast du überhaupt irgendeine Art von Progress, von, wie heißt das jetzt? Ist da irgendwas, was sich weiterentwickelt? Ja. Wenn du immer noch auf der Stelle trabst, ne, dann bringt auch Durchhaltevermögen nichts. Aber wenn du siehst, wir gehen kleine Schritte, aber wir gehen bedacht kleine Schritte. Du siehst eine Entwicklung. Du siehst eine Entwicklung, dann macht es Sinn, das auch weiter zu verfolgen. Das dritte ist, lass mal überlegen. Ja, weiß nicht. Gut, wenn es 2 sind, ist ja auch nicht schlimm. Aber dieses Durchhaltevermögen, das haben wirklich viele im Talk gesagt. Also das sehe ich auch einfach, das ist glaube ich einer der Basics. So. Und das koppelt sich ja auch mit dem, was du gesagt hast, aus Fehlern lernen. Weil wenn jemand einen Fehler macht und dann gleich scheitert und sagt, also nicht scheitert, sondern sagt, boah, ich habe einen Fehler gemacht, das klappt nicht, ich höre auf, dann lernt er daraus nicht. Ah, ich habe noch was anderes. Ja.
always be closing. Das heißt, es ist genau nämlich das, dass du Sachen, die du anfängst, auch zu Ende bringst. Wenn du Sachen, die du anfängst, nicht zu Ende bringst, dann ist es scheiße. Was macht das mit einem? Wenn man Sachen nicht zu Ende bringt, dann hast du viel Energie investiert, aber du hast kein Outcome. Du hast entweder nichts, woraus du lernen kannst, oder also was nicht. Es bringt dich niemals voran. Du hast in Energie und Zeit investiert, die du hast, zum Beispiel ein Projekt, aber du hast nie ein Outcome, du hast nie irgendwas. Wenn ich zum Beispiel meine Bachelorarbeit anfange, aber nie zu Ende bringe, dann weiß ich nicht, hätte ich sie bestanden, dann weiß ich nichts, wie muss ich besser machen, oder ich habe sie bestanden. Das heißt, du hast kein richtiges Outcome, das ist das Problem. Nochmal auf meine Frage zu kommen, was macht das mit einem? Glaubst du, das wäre ein Fehler, aus dem man lernen kann, oder ist das, wo man wirklich einfach ins Loch fällt? Was macht? Etwas nicht zu Ende. Es kommt darauf an, das ist auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Das ist einmal diese Riesenebene, das Unternehmen irgendwie zu Ende bringen oder was auch immer du dann machen möchtest, verkaufen oder weiterführen oder was auch immer abgeben. Oder bis auf ganz kleine Ebenen, zum Beispiel irgendein Gespräch nicht zu Ende führen oder irgendein Projekt, was du jetzt hast, nicht zu Ende bringen, ist auch immer kacke. Aber ich weiß nicht, ob du dann in so ein Loch fällst, kommt drauf an. Man könnte ja eventuell rein theoretisch auch daraus lernen, aber ich weiß schon, was du meinst. Es ist schon wichtig, wirklich für sich selber einfach, fürs eigene Ego, dass ich sage, ich habe es versucht, es hat zwar nicht geklappt, aber ich lerne daraus, es hat nicht geklappt. Das ist viel besser zu sagen, als wenn ich sage, ich habe es versucht und zwischendurch habe ich einfach es abgebrochen. Weil dann weißt du ja auch nie, vielleicht hätte es ja klappen können. Ja, genau. Welche Ziele hast du jetzt noch in dem Sport Nutrition? Ich denke mal, du bist jetzt noch nicht am Ende. Nein, was wir machen wollen ist... Oder hast du noch andere Projekte, die dir so im Kopf rumschwirren, was du noch machen kannst? Ja, das schon. Das passiert bei mir auch immer relativ schnell. Aber ich muss das auch untersuchen, weil es ist genau auch das, dass ich jetzt erstmal sage, ich mache diese eine Sache zu einem bestimmten Punkt. Weil nach eineinhalb Jahren ist das Unternehmen nicht fertig. Was wir erstmal mit Gym Nutrition machen wollen, ist 150 Produkte auf den Markt bringen. Wir entwickeln gerade ein Alleinstellungsmerkmal, was noch nicht so veröffentlicht werden sollte. Da haben wir jetzt am Wochenende einen Workshop zu, weil wir das wahrscheinlich programmieren werden. Was unseren Kunden, die wirklich Kunden bei Gym Nutrition sind, unglaublich ist, Alleinstellungsmerkmal, einen Benefit bietet, den kein anderer hat. Und dieses Alleinstellungsmerkmal so zu entwickeln, dass es marktreif ist, plus die 150 Produkte, das ist erstmal so das langfristige oder das Ziel für die nächsten 2 Jahre auf unternehmerischer Ebene. Ich habe halt auch so einen 5-Jahres-Plan, den ich halt immer update. Das heißt, ich selber habe für mich auf verschiedenen Ebenen auf fünf Jahre einen Plan entwickelt, was möchte ich verdienen, wo möchte ich wohnen, wo möchte ich familiär sein, wo möchte ich spirituell sein. Und da ist zum Beispiel jetzt bis zum nächsten Jahr, Mai 2018, möchte ich 20 Bücher gelesen haben, was nicht viel ist, aber das ist erstmal ein Anfang, weil ich davor ungefähr nie gelesen habe. Da bin ich jetzt schon bei 17, das heißt, ich bin ganz gut, weil ich noch ungefähr 6 Monate Zeit habe. Dann sind da finanzielle Dinge und so weiter. Aber grundsätzlich habe ich schon Lust, langfristig auch so, ja, das Wissen, was ich auch noch weiter als Unternehmer sammeln werde, auch weiterzugeben oder auch Leute zu motivieren. Welches Buch liest du aktuell? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Irgendwas mit Positionierungsmarketing. Okay. Ich muss es dir mal erzählen. Aber es gibt unglaublich viele Bücher, die ich echt wirklich jedem Unternehmer empfehlen kann, die auch in schwierigen Situationen einfach helfen. Aber so für die dass du das, und ansonsten habe ich Bock halt immer wieder neue Projekte zu machen, und ich kann mir vorstellen, einfach mein Leben lang Unternehmer zu sein und immer wieder neue Marken auch zu kreieren und an was zu glauben, woran kein anderer glaubt, aber dann aus dem, was bei mir im Kopf ist, Realität werden zu lassen. Das bringt Spaß, weil du irgendwie mit dem, was du vor eineinhalb Jahren im Kopf hattest, und mach jetzt in der Gym Nutrition Firma mit dem und den Werten, und auf einmal kriegst du Feedback von Kunden, die Qualität ist geil, der Geschmack ist geil, die Möglichkeit ist geil. Das, was du immer vorhattest, beeinflusst auf einmal Menschen in dem täglichen Leben. Und das ist schon im positiven Sinne. Und das finde ich sehr gute Sache. Also es geht auch bei euch darauf hinaus, einfach, klar, natürlich im sportlichen Bereich, aber auch so die Leute einfach dazu zu bringen, einfach motivierter, lebensfreudiger durch die Welt zu gehen. Ja, weil das ist ja so, wenn ich Sport mache, bin ich automatisch gesünder, ich fühle mich besser, ich habe bessere Gedanken. Ja. Definitiv. Also auch dazu, zum Sport zu bewegen, das ist so, und irgendwie auch zu helfen, die Ziele zu erreichen, weil wenn jemand Gewichtsprobleme hat, dann geht das mit vielen anderen Problemen her, was Selbstbewusstsein betrifft,
Selbstwertgefühl, die Beziehung nicht vielleicht beeinträchtigt, weil derjenige sich nicht wohlfühlt und keinen Sex mehr mit dem anderen haben kann. Im Job ist, und das sind halt so viele, unglaublich viele Riesenrattenschwanz, der danach hinterher gezogen wird. Und das irgendwie positiv zu beeinflussen und einen Teil dazu beizutragen, dass das nicht mehr so ist, ist eine gute Motivation, definitiv. Da ist ja auch vielleicht die Branche im Sport ja gut genutzt, weil das ist ja eigentlich der körperliche Wohlbefinden. Ja, das hängt viel damit zusammen. Und die Gesundheit ist natürlich auch damit, weißt du selber, die hängt halt damit zusammen, ja, wenn ich irgendwie Adipositas bin und Bluthochdruck habe und all diese ganzen Sachen und so, dann ist natürlich meine Lebenserwartung nicht so gut. Ist halt auch nicht so gut. Schön. Ja. Wenn ich dich jetzt anrufe, du gehst nicht ran. Ja. So. Bildlich. So wie jetzt dann kommen. Klingel ich bei dir. Du bist nicht zu Hause. Ich finde dich einfach nicht. Wo finde ich ein Tino in der Freizeit? Zum Beispiel hier in so einem Café. Ansonsten viel reisen. Ich bin 2017 so viel gereist wie mein ganzes Leben noch nicht. Also ich war in Senegal, ich war in Lissabon, ich war in Split, ich war in San Diego, Miami, Philadelphia, überall. Das heißt überall auf der ganzen Welt eigentlich. Und ansonsten im Fitnessstudio manchmal. Und gerne auch Fußball, ne? Weil ich vermisse das echt. Die ganzen Leute hier, seitdem ich in Amerika wurde ich echt mit Fußball verwöhnt, weil der Platz war unglaublich geil, die Leute waren jedes Mal da, da war so eine hohe Bereitschaft, so eine hohe Spielfreude irgendwie, die hier in Deutschland irgendwie nicht da ist. Aber auch wetterbedingt, weil da war das Wetter viel besser. Ja, so das, wo du mich siehst. Das heißt, schöne Freizeit, also in der Natur, ist cool, nicht schlecht. Ich würde dir gerne noch zum Abschluss unseres Talks mal ein paar Fragen stellen, wo du einfach versuchst, kurz und knapp zu antworten. Ja. Hamburg, warum? Warum nicht? Nicht schlecht, gute Antwort. Der schönste Ort der Welt ist für mich... Zurzeit Miami. Sag nochmal warum, das interessiert mich mal. Weil das da, geht zwar außerhalb nein, der Frage, also, aber weil da es gibt keine Jahreszeit. Es gibt so ein bisschen Rainy Season und so diesen Sturm und so weiter. Aber grundsätzlich hast du keinen Winter, du hast keinen Herbst, du hast diesen ganzen Scheiß hast du nicht. Ich habe einfach Bock, jeden Tag Sonne zu haben. Das heißt, das Wetter ist gut, die Karibik ist gleich vor der Haustür. Die Leute sind unglaublich offen und gut gelaunt, weil das Wetter gut ist und du hast multikulturell. Du hast irgendwie Latinos, du hast Leute, die kommen von Barbados, du hast US-Amerikaner, du hast so viele verschiedene Leute, das ist irgendwie sehr vibrant und so, und da sehe ich mich gerade. Das bringt Spaß. Cool. Toll dazu. Noch eine Frage. Wenn ich einem Menschen was Gutes tun könnte, würde ich... Ihm was Gutes tun. Aber was? Es kommt darauf an, was derjenige braucht. Also, meines Erachtens, weil es gibt ja Leute, die haben verschiedene Bedürfnisse. Also, meines Erachtens. Also, du würdest ihnen einen Sport Nutrition geben, damit er sich. Nein, nö. Ich glaube, so, keine Ahnung, meine Aufmerksamkeit schätzt. Das ist ein guter Punkt. Wenn er zum Beispiel ein Problem hat, ist mir gut zuzuhören und zu gucken, was da los ist. Das ist, glaube ich, ein Punkt auch. Der sehr, sehr wenig in unserer Gesellschaft angesehen wird, einfach Aufmerksamkeit. Ja. Fängt ja schon an, wenn ich mit jemandem rede, ich guck dich dabei an. Ja, ja. So, ich habe viele, da sagt man guten Morgen, die gucken eigentlich mal an. Da denkt man. Das ist auch im Business ganz, ganz wichtig, dass du sagst, meines Erachtens nach, aus meiner Erfahrung mittlerweile, dass wenn du mit unserem Lohnerfüller zum Beispiel, der unser Supplement herstellt, den habe ich einmal auf der FIBO getroffen und seitdem haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit entwickelt. Und das liegt aber auch daran, weil du einfach irgendwie versuchst, auf Augenhöhe zu kommunizieren und demjenigen in die Augen gucken kannst und nicht irgendwie so, ja, und dein Händedruck ist dann so wie so ein Wascheimer und so, wie so ein Waschlappen. Das ist ganz wichtig. Weil sonst, wie soll dein Gegenüber, der mit dir Geschäfte macht, dann glauben, dass du irgendwie so standfest bist und weißt, was du einfach geradlinig auf deinen Weg gehen kannst, wenn du das nicht mal selber als Person auch ausdrücken kannst. Und das ist so, wenn du ein Unternehmen gründest, auf jeden Fall musst du auch daran irgendwie arbeiten. Bevor du Unternehmen gründest, würde ich sowieso immer sagen, Persönlichkeitsentwicklung ist irgendwie so ganz wichtig, weil wenn du... Das ist ein Riesenthema, ne? Yes. Ja, das kennen wir beide, ein Psychologiestudium wird ja auch viel darüber berichtet. Tino, cool, dass du mit mir den Talk gemacht hast. Ich bin ja, echt cool, froh, dass du ein Talkgast von mir geworden bist. Ich finde es inspirierend, was du machst. Ich finde es cool, weil deine Sache, die du machst, hilft anderen Menschen, in dem Fall im gesundheitlichen Bereich. Ja. Die fühlen sich wohl, also gehen freudiger durch die Welt.
vermitteln auch das Gefühl an andere, ja, genau. Weil das ist ja auch immer ganz wichtig. Es reicht ja nicht, wenn ich nur glücklich bin, sondern dadurch, dass ich glücklich bin, ist mein Umfeld glücklich und dessen Umfeld ist glücklich. Und ich wünsche dir wirklich viel Erfolg dabei. Ich verfolge das ja auch auf Facebook und allen. Und für unsere Zuschauer, alle Infos zu Tino findet ihr unten, wie ihr das auch schon kennt, im Link. Ich werde einmal die Seite der Homepage dort anzeigen, Kontaktdaten, wie ihr mit Tino in Kontakt treten könnt. Kontaktiert ihn einfach, wenn ihr Fragen habt. Wie ihr gehört habt, der Support ist sehr persönlich, das heißt, er antwortet auch selber und keine automatische Anfrage. Ja, und ich sag ja eben, das ist so, über WhatsApp ganz persönlich. Ist nicht mein persönliches WhatsApp-Handy jetzt, aber wir haben ein Firmen-WhatsApp-Handy, wo die Leute uns da schreiben. Schön. Das geht richtig cool. Okay, das war unser Talk. Ich hoffe, ihr hattet sehr Spaß. Ich hoffe, ihr konntet wieder wichtige Erkenntnisse sammeln, wie man zu etwas kommt. Habt Mut, macht es. Freut euch auf nächsten Mittwoch. Wie immer, abonniert den Channel, liked diese Seite, liked unser Video und geht gerne bitte auch auf Tinos Seite und schaut euch das an. Und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch. Ich freue mich schon drauf. Bis da, eine schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao. Hi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Talk of the Week zu schauen und dich persönlich weiterzuentwickeln. Ich habe jedoch drei Bitten an dich. Die erste Bitte ist, schreibe dir 2 bis 3 Learnings auf, die du aus diesem Video nehmen konntest und die du direkt jetzt in dein Leben implementieren wirst. Denn nur durch die Umsetzung entwickelst du dich weiter. Die zweite Bitte ist, kommentiere dieses Video und schreibe in die Kommentare, was dir am besten gefallen hat. Die dritte und letzte Bitte ist etwas für mich Persönliches. Abonniere bitte diesen Kanal, um damit immer up to date zu sein, wenn neue Videos rauskommen, um deiner persönlichen Weiterentwicklung keine Steine mehr in den Weg zu legen. Ich freue mich, wenn du das nächste Video dir auch anschaust und ich freue mich auch, mit dir in Kommunikation zu treten. Ich wünsche dir alles Gute bei deiner weiteren Entwicklung. Dein Jasko.